Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Photoshop Basics. Ja, Photoshop hat einige Möglichkeiten und Werkzeuge, um Auswahlen zu erstellen. Und wir fangen heute mal mit den, sagen wir mal, etwas einfacheren an. Und zwar werde ich mich im Wesentlichen fokussieren auf das Polygon-Lasso-Werkzeug und mit diesem alle Möglichkeiten und Optionen vorstellen. Auswahlrechteck und Auswahlellipse sind, sagen wir mal, noch ein bisschen einfacher und auch nicht so flexibel und die ergeben sich dann schon fast von alleine. Schalten wir also mal dieses ganzen Overlay hier ab. Das habe ich nämlich hier abgelegt und jetzt habe ich zu viel abgeschaltet. Holen wir uns die Ebene wieder mit dazu. Das Einzige, was ich jetzt hier noch drin habe, ist der Shortcut zur dauernden Erinnerung. Das ist nämlich der Shortcut für L wie Lasso. Das heißt, wenn ich jetzt auf L drücke und ihr schaut mal hier oben hin, dann schaltet es hier um auf das Polygon-Lasso-Werkzeug. Wenn ihr hier einmal draufklickt und drauf bleibt, seht ihr, es gibt mehrere davon. Es gibt das Lasso-Werkzeug, das Polygon-Lasso-Werkzeug und das magnetische Lasso-Werkzeug. Ich fange mal mit dem Lasso-Werkzeug an, das ist relativ easy. Damit kriegt ihr im Prinzip einen Pinsel, mit dem ihr hier frei drin rummalen könnt und auf die Art und Weise irgendwas auswählen. Ist schön, wenn man gut zeichnen kann und dazu noch ein Tablett hat, also ein Grafiktablett, um damit zu arbeiten. Dann kann man auch vernünftige Striche malen. Ich selber benutze das nicht so gern. Ich nehme eigentlich aus der Lasso-Ecke fast ausschließlich das Polygon-Lasso. Aber ihr habt schon gesehen, durch einfaches Ziehen einer Linie, die sich dann irgendwo wieder verbunden wird, entsteht hier eine Auswahl. Das sind diese laufenden Ameisen, sagen die meisten dazu. Mit Command oder Control D hebt man diese Auswahl wieder auf. Und wir nehmen jetzt mal das Polygon-Lasso und schneiden uns jetzt hier mal damit was aus. Und dazu zoome ich mal ein kleines bisschen rein. Ich mache das übrigens jetzt mit Command oder Control Plus. Und bei gedrückter Spacebar kann ich mir jetzt zum Beispiel mal hier dieses Gebäude hier in den Mittelpunkt holen. Es empfiehlt sich immer bei großer Vergrößerung zu arbeiten, weil dann hat man einfach mehr Kontrolle. So, Polygon-Lasso funktioniert relativ einfach. An dem Startpunkt der Auswahl klickt man einmal drauf. Ich mache das jetzt hier und die erste Empfehlung an der Stelle ist, bleibt immer leicht innerhalb des auszuwählenden Objektes. Warum? Seht ihr nachher gleich. Also ich klicke jetzt einmal hier drauf. Damit habe ich jetzt hier so ein Spinnband hier bekommen, was hier immer mit dem Zeiger mitläuft. Und damit kann ich mir jetzt den zweiten Punkt markieren. Ja, nehmen wir mal den hier. Und dann nehme ich mir den hier. Und den hier. Und wo geht denn das Haus jetzt lang? Da haben wir jetzt viele Gerümpel hier noch mittendrin, das interessiert mich jetzt mal alles nicht. Und dann gehen wir hier einfach mal runter. Und um die Fläche oder diesen Umriss, den wir jetzt gemacht haben, zu schließen, ist die eine Möglichkeit, sich den Punkt zu suchen, wo man angefangen hat. Und ihr seht schon, das ist schon das erste Problem. Wo haben wir denn angefangen? Das sieht man nicht immer so gut. Hier war's. Und ihr seht jetzt, dass unterhalb des Polygon-Lasso-Symbols an meinem Cursor kommt jetzt ein kleiner Kreis. Wenn ich an der Stelle jetzt klicke, dann wird diese Fläche, dieser Umriss hier geschlossen. Die andere Alternative ist, wenn ihr an dem Punkt, also am vorletzten Punkt sozusagen angekommen seid und von diesem Punkt bis zu eurem Startpunkt ist eine Gerade, dann könnt ihr einfach hier einen Doppelklick hinmachen und dann wird dieser Umriss automatisch geschlossen und ihr seht hier die laufenden Ameisen. So, was ihr jetzt auch seht hier, diese Ecke hier, die ist keine Ecke mehr, sondern die ist rund geworden. Und damit kommen wir jetzt hier mal zu den verschiedenen Einstellungen. Es ist als Einstellung jetzt hier eingegeben Glätten und weiche Kante. Wenn ich Glätten ausschalte, passiert nichts, weil wir haben unsere Auswahl ja schon gemacht, wir haben mit dem Polygon-Lasso schon gearbeitet. Und in dem Moment, in dem aus dem Lasso sozusagen, wenn das geschlossen ist, eine Auswahl erstellt wird, in dem Moment ziehen diese Einstellungen hier oben. Genauso das Thema weiche Kante. Jeder Übergang zwischen verschiedenen Farben, Helligkeitsstufen und so weiter hat logischerweise eine Kante. Die Frage ist immer, wie scharf ist die Kante?
Und hundertprozentig scharf wird es im Zweifelsfall nirgends sein. Und wenn ihr jetzt eine Auswahl macht und auf Basis dieser Auswahl zum Beispiel diesen Gebäudeteil ausschneidet, dann wird das, wenn hier 0 steht, eine extrem scharfe Kante. Und das wirkt unnatürlich. Also ist die Empfehlung hier, immer einen kleinen Betrag einzustellen. Der ist bei mir meistens nicht 10 Pixel, das ist schon viel zu viel, sondern irgendwas um 1 Pixel herum. Das gibt eine kleine Unschärfe, die man im Prinzip nicht sieht, aber die das Ganze etwas realistischer macht. Mit Command oder Control D hebe ich jetzt diese Auswahl nochmal auf, weil wir wollen ja hier keine Kurve drin haben. Und ich mache die gleiche jetzt nochmal, das heißt, ich klicke einmal hier rein, immer leicht innerhalb. Man kann jetzt hier natürlich diese Ecken und Kanten nachfahren, aber das erspare ich mir jetzt, weil es geht ja heute darum, das Werkzeug zu lernen und nicht mich dabei zu beobachten, wie ich hier feine Strukturen ausarbeite. Und ich bin jetzt beim vorletzten Punkt, mache jetzt hier einen Doppelklick und jetzt ist das Ganze geschlossen und jetzt seht ihr auch, hier ist jetzt wirklich eine Kante. Das ist kein Kreis oder kein Viertelkreis mehr, wie er vorhin war, sondern das ist eine Kante. Also nochmal, wenn wir Kletten einschalten, dann werden aus den Kanten ja Kurven letztendlich und damit definieren wir, wie scharf nachher die Auswahl ist. Dann gibt es hier noch diese Symbole. Es gibt einmal dieses Symbol, das führt dazu, wenn ihr eine Auswahl gemacht habt und ihr startet eine neue Auswahl, machen wir das mal, ich will mal dieses Dach hier auswählen und achtet mal auf die alte Auswahl hier, ich mache meinen ersten Klick und zack, ist die alte Auswahl weg. Mit Escape wird man dieses Spinnenbein hier wieder los und nach dem Drücken des Escape ist die alte Auswahl wieder da. Aber in dem Moment, in dem ihr anfangt, hier eine Auswahl zu machen, ich mache jetzt gerade mal hier irgendeine, mache die zu, dann ist die weg, die erste, die wir gemacht haben. Wenn man das vermeiden will, ich mache mal wieder Command oder Control D, um die Auswahl hier aufzuheben, dann wählt man diese Option hier. Das heißt, die neue Auswahl wird der alten Auswahl zugefügt. Und ich nehme mal hier wieder meinen Gebäudeteil, wähle mir den wieder schnell aus, zack, zack. Also das ist wirklich sehr quick and dirty. Doppelklick hier, jetzt habe ich das ausgewählt. Und jetzt sagen wir mal, wir wollen dieses Stück hier noch dazu, dann fange ich innerhalb der bereits existierenden Auswahl an, mache hier mit dem Polygonlasso meine neue Auswahl, die mag jetzt zum Beispiel so aussehen. Und ihr seht jetzt schon, die laufenden Ameisen gehen jetzt hier entlang. Das heißt, wir haben jetzt beide zusammen ausgewählt. Die haben sich sozusagen addiert, wenn man so will. Nächstes Symbol ist das hier. Das heißt, ich mache es gerade mal, ich sage jetzt mal, dieses Fenster hier, das möchte ich nicht haben. Das heißt, ich mache jetzt meine Auswahl um dieses Fenster herum. Und jetzt haben wir sowohl hier die alten laufenden Ameisen von unserer Auswahl gerade und wir haben eine Auswahl um das Fenster rum. Und das heißt in dem Fall, es ist aus diesem Bereich hier alles ausgewählt, nur das Fenster nicht. Bevor ich jetzt zu dem hier komme, wollte ich euch erstmal sagen, was macht man denn jetzt mit so einer Auswahl? Dazu sollte man erstmal die Ebene hier drüben aktivieren, auf der man gerade ist, das ist die. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine Variante ist mit Command oder Control J. Und jetzt schalte ich die ursprüngliche Ebene mal aus. Habe ich mir jetzt genau diesen Teil hier als eigenes Bild auf eine neue Ebene gelegt. Und ihr seht schon, das war unsere Auswahl von gerade mit der Ergänzung von hier. Und das Fenster hatten wir dann wieder ausgeschlossen. Mit Command oder Control Z gehe ich mal wieder zurück. Jetzt sind wir wieder auf der Ausgangsebene, haben hier die Auswahl von gerade. Die zweite Variante ist, eine Maske anzulegen. Und dazu klicke ich, in dem Moment, in dem ich eine Auswahl habe, einfach hier auf das Maskensymbol. Und dann sehe ich hier meine Maske. Und wie Masken funktionieren, hatte ich euch in einem der ersten Teile zu Photoshop Basics schon gezeigt. Das heißt, aus unserer Auswahl ist genau hier eine Maske geworden. Wieder Command oder Control Z. Ich deaktiviere diese mal wieder mit Command oder Control D. Und jetzt mache ich mir mal irgendeine Auswahl. Nehmen wir mal hier
sowas. Und wenn ich einen Doppelklick richtig mache, dann wird das auch geschlossen. Und jetzt klicken wir mal auf dieses Symbol hier. Und wenn ihr euch das Symbol anschaut, dann habt ihr vielleicht schon eine Idee, was daraus wird. Ich mache jetzt mal eine neue Auswahl, beziehungsweise ziehe mein Polygonlasso, so dass es teilweise meine erste Auswahl überschneidet. Und was übrig bleibt, ist die gemeinsame Menge sozusagen. Das heißt, die Fläche, die von beiden Auswahlen umschlossen war, die bleibt dann letztendlich übrig. Kommando oder Ctrl D. Zeige ich es euch nochmal hier, vielleicht sieht man es da besser. Ich mache meine erste Auswahl. Die ist geschlossen. Dann mache ich meine zweite Auswahl und schließe die. Und dann, jetzt habe ich einmal zu viel geklickt, deswegen bleibt hier mir mein Spinnenbein hängen. Einmal Escape ist es wieder weg. Aber aus meinen beiden Auswahlen, die ich vorhin gezogen habe, bleiben jetzt genau die Schnittmenge, also der Bereich, der von beiden Auswahlen abgedeckt war, übrig. Und das sind eigentlich jetzt schon die wesentlichen Funktionen der Auswahl. Das heißt, ihr könnt euch auf die Art und Weise Teile des Bildes rausnehmen oder ihr könnt euch gezielt eine Maske generieren. Und die brauchen wir dann auch, solche Masken, wenn wir zum Beispiel mit Einstellungsebenen arbeiten. Und wir hatten ja schon mal mit Color Lookup gearbeitet. Das hatte ich euch auch in einem der ersten Folgen schon gezeigt. Und um euch das zu zeigen, wähle ich jetzt noch mal gleich was aus und wir schauen mal, was wir dann machen. Jetzt mache ich mir es einfach und um es auch zu zeigen, nehme ich jetzt mal hier aus diesem Bereich hier oben das die Auswahlellipse. Ihr seht auch schon hier den Shortcut M. Für mich sind diese Werkzeuge eher nicht so wichtig. Ich habe es hier mit dem Polygonlasso. Das ist mein Liebling beim Auswählen. Oh, fast mein Liebling. So, jetzt haben wir hier also einen Kreis oder eine Ellipse. Das heißt, wenn ich hier einmal aufsetzen oder linke Maustaste drücken und ziehen, dann bekomme ich hier einen Kreis. Was kann ich jetzt damit machen, wenn es um eine Einstellungsebene geht? Wir hatten das schon mal, wie gesagt. Ich gehe hier unten auf Einstellungsebenen und ziehe mir mal rein den Color Lookup. Den hatten wir schon mal. Und ihr seht, jetzt ist hier diese Einstellungsebene Color Lookup entstanden. Und die Auswahl, die wir gerade hatten, die ist hier als Maske aufgetaucht. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier irgendwas aussuche, nehmen wir mal was Heftiges, dann wirkt sich das entsprechend dieser Maske genau auf den Teil aus, den wir vorhin ausgewählt hatten. So, das heißt, damit kann man Einstellungsebenen über Masken auf einzelne Bildelemente sozusagen anwenden und diese Bildelemente, auf die man das anwenden will, vorher über eine Auswahl auswählen. Deswegen heißt das Ganze ja Auswahl. Machen wir mal noch was anderes. Ich nehme mal jetzt das Auswahlrechteck und mache mir hier ein Rechteck, zumindest mal ungefähr um dieses Fenster herum. Aus dieser Auswahl um dieses Fenster herum wollen wir jetzt eine neue Datei machen. Dazu müssen wir erstmal achten, dass wir die richtige Ebene aktiviert haben, weil im Moment sind wir hier auf der Einstellungsebene. Das heißt, ich aktiviere jetzt wieder die Ebene, wo das Bild ist, weil nur dann habe ich auch wirklich, ja, ich sag mal, die Bildelemente von diesem Fensterladen hier ausgewählt. Sage Command oder Control C wie Copy und das ist eine Tastenfolge, ein Befehl, den ihr aus jedem Mac- oder Windows-Programm kennt, um zum Beispiel Wörter zu kopieren, in den Zwischenspeicher zu legen und woanders einzufügen. Und genauso funktioniert es hier auch. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Datei, neu. Und Photoshop schlägt mir hier gleich die Dimension vor von diesem Fensterladen. Das ist nämlich die Dimension des Bildelementes, was in der Zwischenablage ist. Sagen wir mal erstellen. Dann kriege ich jetzt hier ein ziemlich kleines Bild. Ich mache es mal mit Command oder Control plus größer, das im Moment nur eine schwarze Hintergrundfläche hat. Und dann mit Command oder Control V habe ich hier meinen Fensterladen. Ich gehe mal mit nicht speichern wieder raus. Und mit Command oder Control D hebe ich die Auswahl auf und mit Command oder Control 0 gehe ich wieder auf die Vollaussicht, damit ihr
unten den Shortcut L für das Polygon-Lasso. Und ihr habt es gerade gesehen, wie gesagt, von mir weniger verwendet. M für Auswahlrechteck bzw. Auswahlellipse nochmal seht. Ja, und das war es auch schon heute für den ersten Teil zu den Auswahlwerkzeugen. Dazu kann man, allein zu den Auswahlwerkzeugen, kann man stundenlang reden und was es alles für Möglichkeiten gibt. Aber wir brauchen dann dazu Werkzeuge und ja, Möglichkeiten, die Photoshop bietet, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Und da ich irgendwie doch Schritt für Schritt vorgehen möchte, wird das zu einem späteren Zeitpunkt dann folgen. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, wie immer natürlich gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und was ich eigentlich noch nie gesagt habe, aber selbstverständlich freue ich mich auch, wenn ihr das Video, ob das jetzt über YouTube oder über Facebook ist, teilt, falls ihr jemanden kennt, den das auch interessiert. Nächsten Montag geht's weiter mit Photoshop Basics. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß mit Photoshop. Ciao.